Auto-Insider Mopf sagen, dann meinen Sie damit nichts weiter als ein Facelift. Sie kürzen damit das Wort Modellpflege ab. Und ein Facelift hat jetzt die Mercedes A-Klasse bekommen. Das Gesicht hat sich geändert im Detail, aber es ging vor allem dabei bei der Modellüberarbeitung um innere Werte. Da hat sich einiges getan und Mercedes wollte damit versuchen, der A-Klasse das beizubringen, was sie bisher seit 3 Jahren nicht so ganz hatte, nämlich Komfort. Den erwartet man einfach von einem Mercedes. Sie war manchen Leuten etwas zu straff bisher und jetzt sind wir gespannt, ob sich das wirklich geändert hat. Ein Facelift im wahrsten Sinne hat jetzt stattgefunden. Denn die neue A-Klasse wird nur noch mit einlippigem diamantenen Grill ausgeliefert. Und gegen extra Bares leuchtet sie mit LED-Scheinwerfern die Straße aus. Die Instrumente und ein paar Zierelemente sind neu. Andere Farbtöne und Materialien sorgen für frisches Aussehen. Die Länge der Sitzflächen lässt sich jetzt verstellen und das Auto ist künftig intensiv mit dem Smartphone verbunden. Apple CarPlay oder Mirrorlink sorgen für Konnektivität mit iPhones oder Android-Geräten. Vom Fahrverhalten her empfanden einige Kritiker vor 3 Jahren die völlig neuartige A-Klasse als zu straff. Diese Kritik hat sich Mercedes zum Facelift zu Herzen genommen. Ab sofort gibt es eine adaptive Fahrwerksregelung, wodurch sich der Charakter je nach Lust und Situation verändern lässt. Das System Drive Select verwandelt einen straffen Sportler in ein komfortables Alltagsvehikel und umgekehrt. Damit bietet jetzt auch wieder der Baby-Benz jenen Komfort, den viele von einem Mercedes erwarten. Neuer Einstiegsbenziner für den Baby-Benz ist der A160 mit 102 PS. Der Vierzylinder ist zwar nicht gerade ein Drehmomentmonster, liefert den maximalen Wert von 180 Newtonmetern aber schon bei 1200 Umdrehungen. Ein weiteres Komfortmerkmal. Ansonsten gibt es 4 Dieselmotoren mit 89 bis 177 PS. Die Benziner leisten zwischen 102 und 218 PS. Wir fühlen uns dem Thema Performance natürlich besonders verpflichtet und so wählen wir für unsere Testfahrten rund um Dresden das brachiale Spitzenmodell der neuen A-Klasse. Den 381 PS starken AMG A45 4MATIC. Der bärenstarke 2-Liter Turbomotor macht den A45 zum derzeit stärksten Kompaktserienauto der Welt. Der AMG A45 ist wirklich eine Knallgranate. Ja, das ist nicht nur mehr, das ist super, das spricht auch zu Sprint und nicht irgendwie zu übertönen. Wahnsinn, ich werde jetzt hier auf dem Lausitzring noch ein paar Runden drehen. Den stärksten Kompaktwagen der Welt. Und das macht Spaß. Maximal zerren gewaltige 475 Newtonmeter am Antriebsstrang und zwar zwischen 2250 und 5000 Umdrehungen. Das bringt jede Menge Fahrfreude. Von 0 auf 100 beschleunigt der AMG A45 4,2 Sekunden, was schneller ist, als ich das sagen kann. Bei 250 Stundenkilometern Spitze wird abgeregelt. Dabei geht der Normverbrauch durchaus in Ordnung. 6,9 Liter auf 100 Kilometer sind für die gebotene Leistung ein vertretbarer Wert. 381 PS auf dem Lausitzring. Das macht keinen Spaß. Ich muss aber dazu sagen, also diese Version hier kostet 51.000 Euro. Das ist das Spitzenmodell der Reihe, aber alle A-Klassen haben nach dem Facelift eine Fahrwerksregelung gehalten. Wenige Versionen sind dann auch preisberechtigt, meistens ist es Serie. Es tut allen gut, denn der kann dadurch auch mal komfortabel sein, wie man es von einem Mercedes gewöhnt ist und erwartet. Aber hier auf der Rennstrecke ist natürlich etwas anderes gefragt, von mehreren Modi, der Sport- und Race-Modus. Da geht hier richtig der Tank ab. Ich muss sagen, Mercedes hat da tolle Arbeit geleistet. Ich freue mich auf weitere schnelle Runden hier im AMG A45.